nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Bali Berserie. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu timetodo.ch. Heute am Freitag haben wir ein ganz spektakuläres Thema, ein Thema, was mich selbst fasziniert hat. Auch die Vorgespräche waren schon sehr interessant, denn wir machen etwas ganz Außergewöhnliches. Zu diesen außergewöhnlichen Dingen sind natürlich die entsprechenden Fachleute bei mir im Studio. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind. Von der Vostag AG begrüße ich Herrn Alexander Glock und Herrn Dr. Manfred Döb. Herzlich willkommen. Ja, danke sehr. Wir haben heute ein paar ganz interessante Themen, die sich auch mit dem beschäftigen, was euer Unternehmen seit Jahren tut. Und da habt ihr auch schon sehr, sehr lange, sehr, sehr viele Informationen. Fangen wir vielleicht gleich mal beim ersten Thema an, Elektrosmog. Das ist ja immer was, was kontrovers diskutiert wird. Ich glaube, ich habe hunderte von Gutachten, wie gefährlich es ist, und habe aber auch mindestens halb so viele, wo wir das sagen, das wäre ungefährlich. Wenn ihr euch damit beschäftigt, muss es ja einen Grund haben. Was war denn der Grund, dass ihr überhaupt angefangen habt, euch mit diesen Thematiken zu beschäftigen? Nun ja, viele Menschen spüren halt den Elektrosmog, wie ich persönlich das auch sehr stark wahrnehme. Und das einfach zu verdrängen und auch Schulwissenschaft zu sagen, Elektrosmog ist kein Thema, es gibt es nicht, das ist nicht schädlich, kann es ja nicht sein, wenn die Menschen darauf reagieren, und zwar ganz deutlich darauf reagieren. Und so haben wir vor 22 Jahren das Thema bereits gestartet mit der Firma Vostag. Und haben da recherchiert und Lösungssysteme aufgebaut, um die Menschen näher gebracht haben. Und durch die Wirkungsweise hat es eine ganz tolle Mund-zu-Mund-Propaganda gegeben, wo wir diese Lösungssysteme nach außen tragen dürfen. Mhm. Das heißt, ich kann mich als Zuschauer auch über eure Webseite, die blenden wir mal ganz kurz ein, kann ich mich informieren über die Hintergründe, auch das Thema der Gutachten und sowas, was da alles gemacht wurde, wie das gemessen wird. Also das Ganze ist profund nachzuvollziehbar für mich, wenn ich sage, ich fühle mich unwohl, kann aber nicht genau jetzt definieren, was ist mein Unwohlsein, und so kann es sein, dass es mit elektromagnetischen Schwingungen zu tun absolut, hat. Absolut, absolut. Und das ist ja das größte Problem. Viele Menschen fühlen sich ja wohl, sie haben noch kein Problem oder können das Problem nicht einordnen. Und wenn man sie auf Elektrosmog anspricht und sagt, nee, mir geht's ja gut, ich brauche nichts, dann ist das eben nicht der richtige Ansatz. Man soll sich wirklich mal mit dieser Sache auseinandersetzen, sich damit beschäftigen und dann für sich eine Wahl treffen und sagen, ja, ich mache was, ich löse was, und dann kann man das auch wieder fallen lassen, dieses ganze Thema. Das heißt auch Zustände beobachten, also sich selbst beobachten. Wenn ich mal tagelang, weil nicht jeder ist jetzt ein beruflicher Vieltelefonierer, manche brauchen nur ihre Handys, wenn sie mal wegfahren oder so. Und das wären die richtigen Anlässe, sich genau zu beobachten, ob der Körper dann anders reagiert, wenn ich das Ding zum Beispiel die ganze Zeit bei mir in der Hosentasche rumtrage. Oder wenn ich es irgendwo, was weiß ich, gar auf dem Tisch liegen habe, ja, und es gar nicht in meiner Körpernähe ist. Aber wir müssen uns da gar nicht einschränken, nur auf das Handy. Wir haben heute die gleichen Strahlen auch bei den Schnurlostelefonen zu Hause, zwischen der Basisstation und dem Telefon. WLAN ist heute überall da. Also eigentlich gibt es sogar fast gar keine Felder mehr, wo man nicht diesen Strahlen ausgesetzt sind. Und bei meinen ist irgendwo das Fass früher am Überlaufen als bei anderen Menschen. Aber muss es überhaupt überlaufen? Ja, das ist ja, weil die Menschen halt einfach durch widersprechende Gutachten. Auf der einen Seite gibt es die Menschen, die sehr sich um die Wohlbefinden und die Unversehrtheit des Menschen kümmern. Die achten natürlich darauf, dass alles, was auf den Markt kommt, heute haben wir eine ähnliche Diskussion mit Nanotechnologie und sowas, dass man natürlich schaut, welche Auswirkungen hat es auf den Körper. Dann gibt es natürlich andere Interessen, das sind meistens dann wirtschaftliche Interessen von den großen Netzbetreibern. Jetzt haben wir es, oder? Genau, die Geld verdienen wollen, und die beschäftigen auch Wissenschaftler, und die schreiben natürlich, macht alles nichts. Also widersprüchliche Gutachten, also wenn man sich da auf dem Internet herumschaut, was alles für Gutachten da sind, dann sind eigentlich die meisten nicht widersprüchlich, überhaupt nicht. Und wenn man die schaut, die widersprüchlich sind, und schaut, wer die finanziert hat, dann kann man sich eine eigene Meinung dazu machen. Das ist ja genau mein Ansinnen, dass man den Menschen einfach ganz ordentlich sagt, guckt euch die Herkunftsquellen dieser Gutachten an und entscheidet dann selbst. Genau. Und das war ja auch der Grund, warum wir hier heute zusammengetroffen sind, und auch mal darzustellen, was jeder zu Hause auch machen kann. Einen kleinen Test haben wir ja vorgesehen, wo wir das einmal am Objekt Mensch zeigen. Wie ist dieser Unterschied, wenn ich eine ganz normale elektromagnetische Schwingung über meinen Körper aufnehme, zum Beispiel beim, ich habe es heute extra einmal
dabei, was normalerweise im Studio ja nicht der Fall ist, um das letztendlich festzustellen. Was hat jetzt die Firma Vostag getan, dass diese Dinge für den Menschen verträglicher sind? Also die meisten Aufklärungskampagnen laufen ja nur auf diese ganzen herzischen Wellen raus. Dass es aber noch eine athermische Schwingung gibt, das ist eigentlich erst in der postmodernen Physik aufgebaut worden oder zur Kenntnis gebracht worden und sehr viele Aufklärungskampagnen ausgeführt, auch gerade von Professor Konstantin Meil in Deutschland, hat da einen ganzen großen Weg gemacht, hat das aufgezeigt, dass es eben doch etwas gibt, nebst der Herzschwelle immer eine Resonanzschwingung gibt. Ob man der Skalarwellen sagen will oder Oregon-Energien oder ob man den Hyperschall nennen will, das spielt jetzt gar keine Rolle. Aber man kann sich nicht nur auf diese Thermik der herzischen Welle konzentrieren, sondern es gibt etwas anderes. Und genau das andere, das hat einen sehr starken biologischen Effekt auf unser menschliches System. Und genau das können wir harmonisieren. Genau diesen Effekt können wir ausbalancieren. Es geht gar nicht so sehr um die Wärme, weil das ist ja das, was ich in vielen Gutachten sehe, da immer so Bilder, wo der Schädel dann drauf ist, wie der dann rot wird. Oh ja, da muss der Mikrofon umstecken, sagt mir gerade die Regie. Es ist etwas abgekippt. So besser? Wunderbar. Diese thermischen Wellen sind das eine, thermisch Wärme. Das heißt, wenn ich lange telefoniere, habe ich irgendwann ein heißes Ohr. Diese zweiten Wellen, was lösen die denn aus? Ja, es ist wie ein Trommelfeuerwerk mit Energien und Informationen, die in unsere Zellen reinschießen. Und dann wird das elektromagnetische Potenzial einer Zelle verändert. Einerseits die Urinformationen der Zellen werden ständig beschossen, bis sich die einmal verändert. Und das elektromagnetische Potenzial führt dazu, dass eine Zelle sich nicht mehr im normalen Stoffwechselprozess öffnet und schließt. Das heißt, im Prinzip hemmt es letztendlich die natürliche Entwicklung unserer Struktur. Absolut. Und darum sind Kinder ja viel, viel empfänglicher darauf. Und da möchte ich noch darauf hinweisen, seit Mai 2011 hat die Europäische Kommission die athermischen Schwingungen von Handystrahlen akzeptiert und hat in der Resolution, passt schon wieder nicht, ja? Das Mikrofon ein bisschen umkonstruieren, halt, das ist genau anders, ja, muss man das machen. Dass das da so jetzt. Also die haben die athermische Schwingungen, fordern sie, dass man die akzeptieren soll, weltweit. Sie haben Bestimmungen rausgegeben, Weilenverzicht, Handyverbot an Schulen etc. Aber jetzt müssen die einzelnen Staaten das natürlich auch noch umsetzen. Und Brüssel ist ja letztendlich nur ein Organ, wo das man empfehlen kann, aber machen müssen es die anderen. Aber das, wenn man heute sieht, in Frankreich ist es voll in Umsetzung. Auch in England ist es stark in Umsetzung. Also auch du wärst dafür, durch die langen Forschungen, dass man zum Beispiel an Schulen Handys grundsätzlich verbietet und sagt, wenn du in die Schule reingehst, musst du das Ding ausschalten und wenn du rausgehst, kannst du es wieder einschalten. Ja, ja, absolut. Weil wir haben ja in manchen Klassenzimmern 20, 25 Mobilfunkgeräte, die alle hämmern und jedes Mobilfunkgerät, wissen wir ja, je mehr du es versteckst, desto stärker versucht es natürlich mit dem Sendemast die ideale Verbindung herzustellen. Das heißt, es tut überstark reagieren, wenn es noch in Taschen und in Schultaschen drin ist. Das heißt, die Belastung im Schulraum ist noch größer, wenn man es irgendwo wegtut, also man sollte es ausschalten. Absolut, ja. Ja. Also ich sage mal so, die meisten Menschen sind sogar fast süchtig nach Elektrosmog. Wie äußert sich das? Wie merkt man das, ob da eine Sucht entsteht? Ja, wenn man den Körper des Menschen testet und schaut, wie er auf Elektrosmog reagiert und der Körper sagt, toll, ist eine gute Sache, dann weiß man, dass eine unnatürliche Sache auf einem natürlichen Körper nichts Gutes sein kann. Der Mensch ist geswitcht. Das heißt, man muss dann mit speziellen Übungen diesen Mensch wieder ins Gleichgewicht bringen. Und dann wird er sofort sagen, oh, Himmels Willen, brauche ich nicht. Aber das ist ja mit einem Alkoholiker dasselbe. Dass ein Alkoholiker süchtig ist, würde er nicht zugeben, ne? Meistens nicht, ne? Nee. Das ist auch so ein schleichender Prozess. Jetzt sind ja Jugendliche da viel, viel stärker eigentlich gefährdet, weil das ja reine Elektronik-Freaks sind. Und sie werden durch die Wirtschaft, durch die großen Konzerne letztendlich dahin geführt. Dann, man muss ja nicht nur ein Handy haben, das reicht ja heute nicht mehr. Heute brauchst du schon ein iPod, dann brauchst du noch ein iPad, was die gleiche Geschichte machen kann, sich auch überall über WLAN anbinden. Dann gibt es die verschiedenen Game-Instrumente, die ebenfalls noch benutzt werden. Zu Hause steht nochmal ein Computer, meistens ist noch ein Festnetztelefon irgendwo. Das heißt, ich bin einem irren Wellensalat ausgesetzt. Ja. Wie schütze ich mich jetzt davor? Oder wenn jetzt Eltern, die zuschauen, sich Sorgen machen, nachdem sie das alles gehört haben, hier aus fachkundigem Mund, der Dr. Döb wird nachher noch ein paar Dinge erläutern dazu im Detail.
Was kann ich als Eltern jetzt tun, wenn ich sage, okay, ich will meinem Kind das Handy nicht verbieten, aber ich versuche mal alles, was elektromagnetische Schwingungen, diese, wie heißen diese anderen Wellen? Die athermischen Schwingungen. Die athermischen Schwingungen, dass ich dagegen was tue, dass das nicht diese Zellstruktur und diese Zellentwicklung und Verbesserung ständig durcheinander bringt. Ja. Was kann ich tun? Also ich schlage mal einfach primär vor, bei den Kindern unbedingt das Handy zu schützen. Und Kinder sollten unbedingt auch nicht das Handy, speziell die Herren der Schöpfung, nicht vorne in die Tasche das Handy reinstecken, weil es gibt schon viele Studien, die da letztendlich das... die Unfruchtbarkeit letztendlich in den Vordergrund stellen, dass einfach die Spermien nicht mehr so gut schwimmen, wenn man es vorne drin hat. Das hat einfach sofortige Auswirkungen. Ein Laptop unbedingt schützen, das Weilen mit einem Electric Mini. Ich habe hier sogar eins da, um mal zu zeigen, wie das aussieht. Das ist so ein Produkt, wo man einfach auf den Laptop kleben kann. Das macht ein Feld auf und in diesem Feld drin kommen keine athermischen Schwingungen mehr durch. Das haben wir getestet, auch mit einem Skalarwellenkoffer von Professor Konstantin Meil, dass in diesen Feldern einfach keine Skalarwellen mehr durchkommen. Handy, Laptop, unbedingt so zu schützen, zu Hause, ein Handy nicht auf das Nachttisch zu legen, also bitte der Schlafraum muss frei sein, also nichts ins Zimmer. Ich kämpfe ja selber mit meinen Kindern, dass sie das Zeug nicht alles mit ins Schlafzimmer schleichen. Das ist ja heute, dadurch, dass das Handy eine Alarmfunktion hat wie ein Wecker, benutzen ja viele Menschen mittlerweile ihr Handy als Multifunktionsgerät. Mit diesen modernen Technologien der Apps haben die 100 Anwendungen drauf. Das ist ein tagtäglicher Begleiter, der ständig am Körper getragen wird und wie gesagt, selbst während dem Schlaf noch neben mir auf dem Nachttisch liegt. Ja. Und das ist was, wo du ganz vehement dagegen sprichst. Weil auch in der Nacht der Körper eigentlich nicht regenerieren kann, weil er auch dauernd unter diesem Beschuss dieser Frequenzen ist. So ist es. Ja, genau. Gleiches gilt natürlich für Fernseher, Computer, Elektrokabel unterm Bett und diese ganzen Dinge. Ja, genau. Wird es bei dir nicht geben, wenn ich das richtig Nein, verstehe. Das gibt es bei uns nicht, überhaupt nicht. Ja. Aber man merkt ja sofort den Effekt, wenn man das mal harmonisiert hat, man spürt ja sofort eine andere Energie. Mhm. Man spürt, man kommt rein und sagt, ein kleines Beispiel, wenn zwei Leute in einem Raum gewesen sind und es hat gekracht, oder? Und man kommt als Gast in dieses Haus rein, dann spürt man doch diese Energie im Haus. Ist doch furchtbar. Man fühlt sich gar nicht willkommen. Oder? Man fühlt sich irgendwo wie wenn dicke Luft immer so ist. So genau. Ist ja früher immer gesagt, wenn sich zwei gestritten haben, Mensch, da ist dicke Luft. Ja, so ist es. Und wenn man ein Haus harmonisiert, hat man das aber nicht mehr. Die Energien sind einfach spürbar frischer. Das heißt, wenn ich jetzt als Vater, Hausbesitzer vor dem Fernseher sitze, kann ich sagen, okay, ich wende mich jetzt an die Firma Vostag und die können mir dann genau sagen, was muss ich in meinem Haus machen? Nee, so schnell geht es nicht, weil es gibt keine 0815-Lösung. Jedes Haus ist anders, hat andere Störfelder, ein Handymasten da, eine SBB-Bahnleitung da, der andere ist dann am Atomkraftwerk in der Nähe, einer hat eine Wasserrad rund um Haus. Es ist alles anders. Es gibt nicht einfach 0815 ab der Stange, man muss vorbeigehen und individuell prüfen vor Ort, was in diesem Haus das Richtige ist. Okay, habe ich verstanden. Wie können wir es prüfen? Heute hier. Heute und hier. Ja, ich möchte einen kleinen kinesiologischen Muskeltest machen. Okay. Man weiß ja, wenn man hier den Arm aufnimmt, hat man hier einen Muskel. Und der sollte, wenn man nicht gestört wird durch irgendwelche elektromagnetischen Impulse, auch einen starken Muskel darstellen. Und wir wollen das heute schnell testen. Okay, dann machen wir das mal. Dann bitte ich dich einfach mal schnell aufzustehen. Dann stehen wir einmal auf. Und dann bitte ich dich diesen Arm da mal noch. Wenn die Kamera ein bisschen hochfahren kann, dass man uns auch sieht. Jawohl. Passt, so. Dann einfach mal den Arm nach oben und jetzt sag so, mal bitte. Jetzt habe ich kein Handy. Mach nichts, sag einfach mal ja, kurz, ja, ja sagen. Gut, oh, das ist hart. Jetzt lege ich da schnell das Handy rein, nehme dann Handychip zur Seite und jetzt schaue ich mal, ob ich diesen Haar mit kleinen Finger bringe ich runter, bitte wieder nach oben. Ich lege jetzt hier nur diesen Handychip rein. Okay, ich halte ihn fest, dass er nicht runterfällt. Und jetzt kann ich... Bringe ich das nicht mehr runter. Das ist wesentlich, also eben, ich konnte nicht dagegen halten. Ja. Das war kein Fake. Wir setzen uns wieder. Ich werde auch, Dankeschön, das ist er, der kleine Chip, der in Zukunft die Rückseite meines Handys ziert. Warum? Er tut einfach diese Strahlen, wie sagt man richtig, neutralisieren, überlagern. Was macht er? Wir sagen so, eine Totalreflexion macht er gegenüber diesen athermischen Schwingungen. Wunderbar. In Zukunft, liebe Zuschauer, werden Sie jedes Mal, wenn Sie mich mit dem Handy sehen, wird das dann so aussehen auf der Rückseite. Das heißt, wir sollen auf die Rückseite, auf den Akku kleben, drüber ist die Antenne. Ja, auf dem Bildschirm ist es ein bisschen schade, dann sieht man ja nichts. Sieht man so wenig, ne?
Also mit diesem Test letztendlich kann jeder zu Hause das auch an sich selbst testen, an den Kindern, sagen, probieren Sie das mit Ihren Kindern, stellen Sie die mal hin, kein Handy, und dann mal ein Handy, dann wird man sehen, wie das selbst funktioniert bei sich selbst. So ist es. Und dann sich entscheiden. Wir müssen bedenken, wenn ein Kind bereits süchtig ist, fällt der Test genau umgekehrt aus. Nee. Ja. Das heißt, wenn der süchtig bedeutet, der Körper hat sich so mit diesen ganzen Dingen bereits abgefunden, dass er da in der Sucht, wissen wir es ja auch, der Alkoholiker, wenn der sein Mindestlevel hat, dann ist der ganz normal, wo ein anderer dann schon wahrscheinlich mordsbetrunken wäre, aber durch die lange Nutzung. Und das, wie stelle ich als Eltern denn dann die Sucht fest? Genau wenn es im Test andersrum ist? Kann das dann für mich das Ergebnis sein? Schon, aber ich kann auch sagen, mein liebes Kind, geh doch mal in den Wald für 4 Stunden, halte dich dort auf, ohne Handy, und wenn du zurückkommst, bist du glücklich. Das Kind wird es nur 1 Stunde aushalten, dann kommt es nach Hause gerannt und sagt, ich halte das nicht aus im Wald, sondern ich brauche mein Handy. Und das, wenn du es permanent rund um die Uhr am Körper trägst, wird das wahrscheinlich dann solche Reaktionen auslösen. Ja. Das ist ja verrückt. Mhm. Also liebe Eltern, sollte das so sein, dann ist es nicht schön, aber dann haben Sie zumindest die Gewissheit. Und glauben Sie mir, je früher Sie da etwas unternehmen und Ihre Kinder mittels solcher Werkzeuge schützen, desto eher haben Sie die Gewissheit, dass Sie das Maximum getan haben, was man heute tun kann. Und vor allen Dingen achten Sie darauf, im Schlafzimmer ist nicht der richtige Platz für ein Handy. Super, danke. Perfekt. Wir haben noch einen kleinen Beitrag zum Thema Chip. Da schauen wir mal, ob die Regie den einspielen kann. Jawohl. Vielleicht erklärst du das, was wir da sehen. Also wir haben ja viele Studien gemacht, weil einfach viele Menschen da draußen auch immer einen Beweis haben müssen, dass ein Chip funktioniert. Und hier haben wir eine Blindstudie gemacht über 3 Methoden, die Meridian-Diagnostik, die Segmentar-Diagnostik und die Herzratenvariabilität, das ist ein EKG, über 20 Probanden. Und man sieht da ganz klar auf der Spalte auf der linken Seite, habe ich da schon wieder das gleiche Problem, dass wenn Menschen bestrahlt werden mit einem Handy ohne Chip, ohne einen Schutzartikel, sieht man, dass alle diese Werte ins Minus gerutscht sind. Hingegen mit einem Schutzartikel sieht man, dass alles ausbalanciert wurde und sogar auf der positiven Seite ist. Schauen wir uns die nächste Folie an. Haben wir noch eine weitere? Nee, die nächste Folie ist dann das nächste Thema. Ah, okay. Also da letztendlich, und das sehe ich auch auf eurer Website, ich kann mir diese Studien alle genau anschauen und auch diese Vergleichsmessungen und so weiter und habe auch einen Ansprechpartner. Das heißt, wenn ich einfach anrufe, weil nicht viele Leute sind so die Technikfreaks, die dann genau das erkennen, die wollen dann meistens jemanden sprechen, erklärt mir das, was muss ich da achten und so weiter. Genau. Wie sieht es denn im Auto aus? Ja, auch da gibt es Lösungssysteme. Heutzutage haben wir ein Navi im Auto, ein Navigationssystem. Ich kenne Autos, die sind immer verbunden mit 8 Satelliten. Ja, man kann es gar nicht mehr abstellen. Mhm. Und das ist natürlich auch eine Strahlenintensivität, die wir da kriegen, die ist alles andere gut. Ich finde es ein super Luxus, aber ich kenne Leute, die fahren von A nach B, eine kleine Strecke, die sie auswendig können mit dem Navi. Also bitte nur anstellen, wenn man es wirklich benötigt. Und dann kommt noch ein zweiter Punkt dazu. Ich sehe natürlich immer, gerade wenn Jugendliche miteinander wegfahren, die haben dann alle 4 im Auto Handys. Das heißt, Auto, faradäischer Käfig, haben wir alle mal gelernt, zumindest die wir aufgepasst haben mit der Physik. Und wenn jetzt da 4 Handys, und jetzt sage ich noch, stellen wir uns vor, in unterschiedlichen Netzen sind, dann ist das ja ein Strahlengewitter in dem Auto. Die sind ja einmal verstrahlt, wenn sie aus dem Auto steigen. Ist dem so und was kann ich denn dagegen tun? Kann ich da was machen? Gibt es da irgendein Instrumentarium? Ja, klar, wir haben schon etwas für ins Auto, wo das im ganzen Auto drin das harmonisiert, also auch die mit den Gästen. Das ist einfach ein größeres Produkt, weil wir einfach diese Intensivität nicht mit einem kleinen Chip noch harmonisieren können. Es braucht schon mehr. Aber es ist alles lösbar. Jedes Elektrosmog-Problem lässt sich somit lösen. Mhm. Jetzt will ich den Dr. Döb noch mal was fragen. Diese ganze gesundheitliche Thematik ist eine seit Jahrzehnten diskutierte Thematik. Jetzt, wenn ein Fachmann wie Sie das untersucht, gibt er seinem Kind noch ein Handy? Oder seinem Enkel? Je nachdem. Ich kläre meine Kinder und Enkel auf, das ist richtig, aber ich lasse ihnen natürlich die Freiheit zu entscheiden und gebe ihnen dann auch Hinweise, sich Schutzmöglichkeiten zuzulegen, die sind ja nicht gar zu teuer. Und etwa im Auto
ein Kabel zu haben vom Ohr zum Handy, damit es nicht direkt ans Ohr kommt, denn im Auto wird ja die Hertzsche Welle hochgefahren, die Milliwatt sind im Auto ja viel höher als woanders. Und allerschlimmstenfalls kann man statt der kleinen Antenne im Handy auch die Autoantenne, die auf dem Dach ist, benutzen. Aber das ist, glaube ich, nicht realistisch. Jedenfalls, was man tun kann, sollte man tun. Nützen diese Antennen was, die es auf dem Markt gibt, wo du innen im Autofenster hinmachen kannst? Du hast innen so eine kleine Antenne und außen? Wisst ihr, was ich meine? Alles, was aus dem Faradayschen Käfig hinaus verlagert wird, ist von Vorteil. Was sich im Käfig abspielt, ist, wie schon erwähnt, eine grauenhafte Angelegenheit. Habe ich verstanden. Also, das heißt, auf jeden Fall sollten die Eltern und alle, die Verantwortung haben, schauen, dass sie diese Wellen, die jetzt nicht unbedingt das Thema Wärme, sondern diese unterschwelligen Wellen, ich habe den Namen noch. Athermische Wellen. Auf die sollten wir ganz besonders achten und natürlich schauen, genau im Interesse unserer Kinder, als Männer unserer Fruchtbarkeit, wie viele sehe ich Kollegen, die das Ding am Gürtel tragen, das ist natürlich nicht die richtige Geschichte. Wir kommen zu einem anderen Thema. Und zwar passt es ja gut zum Elektrosmog, die Thematik Radioaktivität. Jetzt sind wir ja froh, dass unsere Handys nicht radioaktiv sind, zumindest noch nicht. Wer weiß, was da noch alles kommt. Aber seit Fukushima ist das ja wieder eine Riesendiskussion. Und auch damit setzt sich ja Vostag auseinander. Was passiert da? Welche Konsequenzen hat das? Und meine generelle Frage, kann ich mich irgendwie schützen? Ja, auch da innen haben wir das gleiche Problem wie beim Elektrosmog. Auch da gibt es eine zweite Informationswelle. Radioaktivität. Du dann, Sekunde mal, wenn das Mikrofon schlecht kommt, reinkommen einer und austauschen. Das nützt ja nichts. Genau. Auch da haben wir wieder dasselbe. Es gibt eine die Radioaktivität und es gibt immer eine Informationswelle, die uns auch wieder mit Informationen beschießt. Und genau da kann man wieder harmonisieren. Und das haben wir gemacht. Wir haben ein Produkt. Eigentlich haben wir Studien gemacht wegen Fukushima, weil wir wollten unsere Produkte nach Japan tragen. Haben das auch am Botschafter in Bern und am Konsulat in Zürich präsentiert, aber die Leute hatten einfach kein Gehör, obwohl wir extra diesbezüglich eine Studie gemacht haben vom Energiemediziner, vom Dr. Manfred Döpp, auch mit dem EKG, also eine absolut schulwissenschaftliche Studie diesbezüglich. Und die Produkte haben ganz nachweislich gezeigt, wenn wir radioaktives Material, leichte natürliche radioaktives Material auf den Bauchnabel legen, dass der Mensch, sein System des Menschen sich verändert und mit Lösungsprodukten, die wir haben, sich das sofort wieder ausbalanciert. Ich möchte noch mal gerade den Dr. Döpp dazu fragen, zu dieser Thematik, wenn wir heute mit Radioaktivität in Verbindung kommen. Wir hatten ja, also so in meiner Generation habe ich das erste Mal das eigentlich wirklich mitgekriegt, als Tschernobyl war. Da war die Aufregung ja riesig, es wurden ganze Gebiete, da durfte man die Pilze nicht mehr essen und das Salat nicht und was da immer oft in der Wiese gewachsen ist und auf dem heimischen Garten. Nach Fukushima, obwohl das wesentlich stärker war, teilweise diese Kernfusion bis heute nicht im Griff ist, muss ich sagen, scheint das ganze Thema Radioaktivität aus den Massenmedien verschwunden zu sein. Eher wird heute wieder in die Richtung gelenkt, dass der Ausstieg viel, viel teurer wird aus der Kernenergie und dass wir das alles nicht können und dass unsere Kraftwerke sicher sind und so weiter. Wie wirkt sich das denn aus, wenn ich über Jahre hinweg in der Situation bin, dass ich einfach das ganz normale Zeug esse, was in meinem Garten wächst oder das, was ich im Supermarkt kaufen kann? Welche Chance habe ich denn, dem auszuweichen oder wie kann ich mich dagegen schützen? Das Problem bei allen Arten von Wellen und Strahlen ist, dass man unterscheiden muss zwischen Energie und Information. Die Energie, wie zum Beispiel die Wärmeenergie beim Handy, ist offiziell anerkannt. Auch die Energie bei der Radioaktivität ist anerkannt. Und dann wird gesagt, das, was energetisch durch die Radionuklide, durch Fukushima etwa, abgegeben wird, ist ja unter der Schwelle, ist noch im Normbereich. Was nie beachtet wird, ist die negative Information, die Desinformation, die auf die DNS des Organismus geht und die auf die Membranen des Organismus geht und die auf die Nervenzellen des Gehirns gehen und die das Gehirn desinformieren, desintegrieren, fragmentieren, dissoziieren, wie auch immer man es nennen will.
Und die Information, die können wir mit den Fostac-Chips positiv beeinflussen und sogar ins Positive umwandeln. Das heißt, die negative Information wird dann eine aufbauende im Organismus. Das ist der große Vorteil. Und was die Radioaktivität nach Tschernobyl angeht, da fiel halt der Regen in einigen Gegenden so fürchterlich herunter, dass es gar nicht zu verschweigen war. Fukushima dagegen, da geht der Wind ja erstmal über den ganzen Pazifik, landet an der amerikanischen Ostküste, wo ich eigentlich heutzutage nicht mehr wohnen würde, zum Beispiel, geht dann weiter bis nach Europa dem Jetstream nach. Der Jetstream verteilt die Radioaktivität über die ganze Erde. Das heißt, wir haben sie nicht lokalisiert, sondern wir haben sie überall. Das heißt, es ist eine permanent, mittlerweile in ganz Europa oder fast auf der ganzen Welt, steigende Radioaktivität. Richtig. Was bedeutet das denn jetzt klassisch? Wir haben hier vor uns liegen einen sogenannten Geigerzähler. Das ist sogar ein militärisches Instrument. Wenn die Werte, erklären Sie, was für Werte man da ablesen kann. Man kann ablesen, wenn man es transformiert in die heute übliche Dosis, Millisievert pro Jahr. Na, jetzt sehen wir Ihren Arm. Ah, Millisievert pro Jahr. Und wir sehen den Ausschlag, sehen wir ihn, ja? Er geht bis 15. 15. Jetzt kann da ein normaler Mensch nichts damit anfangen. Wir müssen aber wissen, dass ich mit den Messungen schon vor Tschernobyl begonnen habe. Und damals war der Wert jeden Tag 1,5 bis 2. Und das gilt auch allgemein weltweit unter den Experten als die ungefährliche Dosis. 1,5 bis 2 Millisievert pro Jahr. Mhm. Heute haben wir 15, jetzt sinkt es allmählich ab, aber nur, weil das Gerät allmählich sich abschaltet. Das heißt, wir haben eine Vermehrfachung dessen, was früher üblich war. Und das haben wir täglich, ich meine, zwischen 1,5 und 2 und jetzt 15 ist ja 10-mal so hoch. Ja, genau. Und ist das noch in Grenzwerten? Die Grenzwerte sind höchst umstritten. Sie sind in jedem Land verschieden, je nachdem, welchen Stellenwert die atomare Industrie einnimmt. Russland ist auf dem Gebiet Vorbild. Und sie sagt, dass im sogenannten stochastischen Bereich, wo der Zufall wirkt und angeblich gar kein Normbereich festgelegt werden kann, man trotzdem dafür Sorge tragen muss, dass der Wert nahe Null ist. Null? Nahe Null. Ja gut, das scheint aber eine Illusion zu sein. Mit den 1,5 haben wir uns abgefunden. Seit Tschernobyl war das der Standard. Aber jetzt und heute 15, das kann man beim besten Willen nicht mehr tolerieren. Wir haben mal hochgerechnet, durch den Regenfall wäscht sich die Radioaktivität immer raus und gelangt in den Boden. Heute Nachmittag hatten wir 18, 19 und jetzt haben wir 15, 14, 15. Wo sind die Differenzen jeweils hingegangen? Liebe Zuschauer, das ist natürlich ein ganz heißes und ein ganz interessantes Thema. Wir werden gleich nach der Werbepause uns noch mal kurz damit beschäftigen. Wir sehen uns gleich wieder nach der Werbung. Wir sind wieder zurück bei Time to Do. Heute Freitag, Thementag, Schwingungen und Energien, die gut für uns sind und auch weniger gut. Bei mir im Studio die Firma Fostac AG, Herr Alexander Klock und Herr Dr. Martin Döb. Wir waren vor der Pause beim Thema Radioaktivität. Was noch interessant ist für unsere Zuschauer, wir werden in Zukunft die Radioaktivitätswerte auf unserer Website veröffentlichen. Die Fostac misst die für uns und wir werden sie anzeigen, dass sie immer wissen, was, wenn sie rausgehen, auf sie zukommt. Aber jetzt steige ich gerade da mal ein. Manfred, jetzt weiß ich morgens, okay, es hat jetzt 22 auf diesem Millisievert, auf diesem Zeiger bei uns auf der Website steht dann 20 Millisievert. Was bedeutet das für mich und was kann ich jetzt tun? Ich sollte mich nicht wundern, wenn ich Beschwerden habe, für die ich keine Erklärung habe, wie meinetwegen Kopfschmerzen oder ein dumpfes Gefühl im Bauch oder eine Wolke um den Kopf. Und ich sollte dafür sorgen, dass sich mein Körper von dieser negativen Umwelt, an der ich ja nichts ändern kann, abkoppelt. Und dazu haben wir ein
einen Stab, der nennt sich Rohstab Mini von Fostac. Den habe ich ausführlich getestet, sowohl bezüglich Radioaktivität als auch Elektrosmog. Er ist also auf beide Strahlenarten geeicht quasi. Und dieser Rohstab Mini, ob ich ihn so trage oder in der Hosentasche, wie auch immer, in der Nähe des Körpers, der ist in der Lage, die negativen Informationen aller Strahlentypen zu positivieren, das heißt den falschen Elektronenspin in die richtige Richtung zu drehen quasi. Denn darum geht es, dass die Elektronen im Körper frei sind, dass sie aktiv sind, dass sie angeregt sind und den richtigen Spin haben. Und das kann dieses Gerät erreichen. Das ist, wenn ich es in der Hand habe, es ist, sieht aus wie ein Acrylstab. Es wiegt, was wiegt es? 30, 40 Gramm, so die Größenordnung. Und da drin ist Pulver, Steinpulver oder was ist es? Ja, Silizium-Goldfluss. Gold. Silizium, aha, also aus der Natur. Das heißt, die Natur hilft uns da auch wieder letztendlich, uns gegen diese Radioaktivität wahrscheinlich nur im begrenzten Maß. Ganz schützen werde ich mich nicht können, denn meine zweite Frage ist, was ist, wenn ich dann, das haben wir eben gehört, heute Morgen war sie höher, jetzt durch den Regen ist die radioaktive Belastung niedriger geworden. Das heißt, der Regen hat das Ganze auf den Boden gedrückt. Wenn ich das nächste Mal meine Tomaten ernte, kann ich dann froh sein, kann ich das Licht ausmachen, leuchten die Tomaten. Wie wirkt das in meinem Körper? Ich sollte alles abwaschen, was ich aus dem Garten oder aus dem Freien zu mir nehme. Und sollte auch nichts zu mir nehmen, was aus der Nordsee kommt, aus der kontinentnahen Nordsee, sondern wenn, polnah. Und auf keinen Fall etwas aus dem Pazifik, denn die pazifischen Fische sind schon weitgehend verseucht inzwischen. Also entweder aus dem Südpolargebiet oder aus dem Nordpolargebiet sind die Fische noch in Ordnung. Und im Übrigen kann ich nur dafür sorgen, dass ich resistent bin, dass mein Organismus das wegsteckt und ein aktives Immunsystem hat, ein harmonisches, vegetatives System hat, dass ich positiv denke, dass ich keine Angst habe, das ist ganz entscheidend, und dass ich sage, okay, ich weiß es, ich habe es, das Wissen integriert, aber ich lasse es los. Es stört mich nicht, es macht mich nicht verrückt. Ausweichen können wir eh nicht. Wir können uns ja nicht 20 Meter unter der Erde in irgendeinen Bunker reinsetzen und jetzt die nächsten 100 Jahre abwarten, bis es besser geworden ist. Also ganz wichtig war auch die Formulierung, ohne Angst da zu leben, weil das ist ein ganz schlechter Begleiter. Und die Zuschauer haben gehört, es gibt etwas, was das Ganze harmonisieren kann. Sie können sich täglich informieren, wie die Radioaktivität sich hier in der Schweiz entwickelt, dass man auch einen Hintergrund hat, und beherzigen Sie das. Alles abwaschen, was aus dem Garten kommt, heute wichtiger geworden wie früher. Meine Mutter hat mir das ja immer gesagt, nichts vom Boden, es ist alles abwaschen. Aber wir vergessen oftmals Dinge. Wir haben ein volles Programm heute mit vielen interessanten Informationen. Kommen wir auf etwas ganz anderes. Wir haben vorher schon vom Schlafzimmer gesprochen. Das heißt, Schlafzimmer ist heute ja mit zum Arbeits- und Elektronik-Workplatz geworden. Für viele ist es bequem im Bett zum Fernsehen. Ich finde das ganz unangenehm. Früher habe ich das auch gemacht, muss ich auch sagen. Heute mache ich das nicht mehr. Aber der Punkt ist, man will diese ganzen elektronischen Geräte, die auch diese elektromagnetischen Schwingungen verursachen, wie Kabel, die hinterm Bett durchlaufen und sowas, will man im Prinzip raus aus dem Schlafbereich, aber das reicht ja anscheinend nicht. Wir haben ja noch ein ganz anderes Problem, dass wir uns aufladen, und wir sind alle gewohnt, ich habe es heute auch an, wir haben Gummisohlen an unseren Schuhen, das heißt, wir isolieren uns von der Erde ab. Welche Konsequenzen, Alexander, hat es denn für uns Menschen? Ja, wir sind nicht mehr verbunden mit der Erde. Das heißt, der ganz natürliche Elektronenaustausch der Erde mit uns Menschen wird gestoppt. Wir haben uns isoliert von der Erde. Und ich bin selber so erstaunt über die letzten 15 Jahre hinweg. Ich bin weg von den Ledersohlen, trage auch da, wie du jetzt da, die Gummisohlen und war mir dessen gar nicht bewusst. Aber ist doch völlig klar, das haben wir doch alle in der Schule gelernt. Gummi isoliert. Mhm. Und wir leben alle isoliert von der Erde. Der natürliche Austausch findet nicht mehr statt. Ja, und was bedeutet das für mich als Mensch?
Wie spüre ich das oder was passiert nicht mehr? Ja, man muss sich das mal vorstellen. Die Erde ist voll mit Elektronen, mit negativ geladenen Elektronen und ich bin isoliert. Und wenn ich irgendwo im Körper eine Disharmonie habe, freie Radikale, die nicht in Ordnung sind oder irgendetwas, was nicht positiv ist, wenn die Erde mit ihrer riesen Energie durch mich durchfließt, dann kann sie auch sehr vieles mit nach rauswaschen. Das heißt, ich bin in Einklang mit der Erde, mit dem biologischen positiven System. Also idealerweise würden wir barfuß laufen. Ja, das wäre ja der Traum, wieder Verbundenheit zur Erde zu pflegen, barfuß zu laufen, sie zu spüren. Am besten natürlich morgens, wenn noch das Tau ist und leicht feucht oder im Meer, Strandspaziergänge oder Manfred sagt auch immer im Wald spaziergehen. Das ist noch viel besser, barfuß im Wald. Da hat man die positiven Elektronen, man wird durchflutet mit guten Energien und daneben barfuß. Hat eine tolle Luft noch. Ja. Ja. Und vielleicht dauert einen, der telefoniert neben dir. Ja, so ist es. Also das heißt, diese Verbindung des Menschen, dieses Erden, hat auch was dann mit Ableiten von Spannungen und Schwingungen zu tun, die ich mir tagsüber einfange. Und jetzt habt ihr was entwickelt, was letztendlich den Menschen da auch einen tollen Ausweg bietet. Wie funktioniert das? Also es ist eine Matte, die wir aufs Bett legen, damit die Menschen wieder auf geerdeten Betten schlafen können. Unser Haus ist oft gar nicht mehr geerdet, unser Schlafbereich sowieso nicht, ein Holzbett leitet nicht. Das ist wie Gummi, oder? Ein Wasserbett auch. Also wir sind da diesbezüglich einfach isoliert. Wir schlafen in der Nacht 18 Stunden und sind nicht verbunden mit der Erde. Und aus diesem Grund haben wir eine Decke entwickelt, die wir ja nachher noch gleich vorstellen. Die ist mit Silberfäden durchwoben. Silber leitet sehr gut. Mhm. Und dann geht das in die Nullleiter der Steckdose. Also wir haben keinen Strom, aber die ist die Verbindung zur Erdung der Steckdose. Also der Stecker hat nur einen Pol, der in den Nullleiter hineingeht. Ja, genau. So okay. Wir haben einen kleinen Filmbeitrag zu diesem Thema von der Firma Vostag bekommen. Den spielen wir jetzt einmal ein, dass die Zuschauer sich vorstellen können, um was es da geht. Schub! Leben, gesund sein, sich wohlfühlen. Unser Körper und unser Geist gehören zusammen. Sie bilden eine Einheit. Wir brauchen die Beziehung zur Natur, zur Erde. Immer mehr Menschen wollen heute bewusst und gesund leben. Sie achten auf ihre Ernährung, trinken sauberes, energiereiches Wasser und bewegen sich viel an der frischen Luft. Sie wollen für sich, für ihre Familie und für ihre Kinder eine gesunde und saubere Welt schaffen. Dazu gehört auch, dass wir Elektrosmog vermeiden und in unserem Alltag eine Balance zwischen Stress und Ruhe finden. Was die meisten Menschen übersehen, all diese Dinge können nur dann richtig funktionieren, wenn wir unseren Körper nicht vom natürlichen Energiefeld der Erde abkoppeln. So wie ein elektrisches Gerät muss auch unser Körper geerdet sein, damit er richtig funktioniert. Mit dem Kontakt zur Erde, also durch Erdung, wird die elektromagnetische Aufladung des Körpers ausgeglichen. So wie bei einem Blitzableiter. Viele tausende Jahre war es ganz normal, barfuß zu gehen, auf der Erde, im Wald, am Strand. Seit einigen Jahrhunderten tragen die Menschen Schuhe, leben und arbeiten in mehrstöckigen Gebäuden, ohne Kontakt mit der Erde. Wir sind durch elektromagnetische Strahlen, durch Stromleitungen, durch Störstrahlung und Handystrahlen förmlich aufgeladen. Unsere Fußsohlen sind nicht nur ein ganz besonders empfindlicher Teil unseres Körpers, sondern eine Kontaktfläche zum Energieaustausch mit der Erde. Fachleute sagen, dass täglich eine halbe Stunde Barfußlaufen auf der Wiese genügen würde, um unsere Energiespeicher aufzuladen und unser Potenzial mit der Erde abzugleichen. Aber wer kann das schon?
Eine einfache und wirksame Methode, wie wir den gesunden und nötigen Kontakt mit der Erde wiederherstellen können, ist seit einiger Zeit das sogenannte Earthing. Die Idee dahinter ist, während dem Schlaf oder der Ruhepausen die Füße mit dem Erdpotenzial zu verbinden. Das geschieht ganz einfach. Ein spezielles, leitfähiges Earthwaver-Tuch wird in das Fußende des Bettes gelegt und über den Schutzkontakt der nächsten Steckdose mit der Erdleitung verbunden, die in jedem Gebäude vorhanden ist. Dabei fließt kein Strom. Es wird nur über den Schutzkontakt der Anschluss der Gebäudeerdung genutzt, um die überschüssige Spannung auf der Haut abzuleiten. Es geht dabei um einen ganz einfachen technischen Vorgang, den Körper mit der Erde zu verbinden. Wir benötigen dabei keinen direkten Kontakt mit der Haut. Die Ableitung unnatürlicher Spannung funktioniert auch durch Stoff, durch leichte Kleidung. Die positiven Wirkungen des Earthing werden weltweit von Forschern und Ärzten untersucht. Auch im Timewaver Gesundheitszentrum in Bischwil beschäftigt man sich seit langem mit dem Einfluss von elektromagnetischen Feldern und Strahlen auf den Organismus. Wir schauen, wie das Ableittuch wirkt. Mittels einer Versuchsanordnung wird die Spannung der Versuchsperson gemessen. Nicht selten wird heute eine übliche Spannung von 14 bis 17 Volt erreicht. Sobald die Versuchsperson mit dem Earthwaver-Tuch in Berührung kommt, kommt es zu einem Ausgleich und Ableitung der Spannung. Gemessen werden dann die natürlichen Werte um 0 Volt. Die vernetzten, leitfähigen Silberfäden im Earthwaver-Tuch bewirken einen Ausgleich und eine Ableitung der Spannung im Körper. Diese Wirkung kann man durch vergleichende Messungen einfach nachvollziehen. Die Welt, in der wir heute leben, ist nicht mehr die gleiche, für die unser Körper einst geschaffen worden ist. Wir leben in Städten aus Beton und Stahl und tragen seit Jahrhunderten Schuhe und entziehen uns dem Austausch mit der Erde. Auf der anderen Seite müssen wir mit vielen Einflüssen und Belastungen fertig werden, die von der Natur nicht vorgesehen waren, wie elektromagnetische Strahlung von Mobiltelefonen, Strommasten, Sendeanlagen. Wir wohnen und arbeiten ein Leben lang in geschlossenen Räumen, ohne den ursprünglichen Kontakt zur Natur, nicht ohne Folgen. Wenn wir den Bezug zu den ursprünglichen Kräften der Natur wiederfinden, können wir mit den heutigen Umwelteinflüssen viel besser zurechtkommen und ein erfülltes und gesundes Leben führen. 15 Volt auf der Haut hat, kann nicht gut schlafen. Es ist ein gewaltiger Stress für den Körper. Er kann überhaupt nicht entspannen, er hat die ganze Nacht über ein erhöhtes Adrenalin und das hindert uns an einem gesunden Schlaf. In dieser ganzen Thematik mit diesem Ableiten, wenn ich auf dieser Matte liege, hat die auch eine Wirkung? Viele Menschen sagen ja Erdstrahlen, Wasseraderstrahlen. Hat es von der Seite auch eine Wirkung oder ist es rein konzipiert für diese Ableitung dieser Ionen? Also wir behaupten nicht, dass Erdstrahlen damit beeinflusst werden können, denn Erdstrahlen sind stehende Wellen und auch Neutronen, abgeschwächte Elektronen, abgeschwächte Neutronen und die werden von uns nicht beeinflusst. Das heißt, bei solchen Dingen müssten wieder andere Lösungen her, die das andere Problem angehen. Genau. Hier geht es um das, was wir uns alle einfangen jeden Tag. Wir kennen die Turnschuhgeneration, jeder trägt mittlerweile Gummisohlen. Mhm. Ich hatte durch Zufall damals die Lederschuhe an, weil ich natürlich auch Turnschuhe oft trage. Und so habe ich aber gelernt, wie gesagt, seitdem laufe ich auch mehr barfuß und ich spüre, es ist was anderes. Ja. Und dann gab es noch was, was mich fasziniert hat, eine Übung, die wir machen können. Oh ja. Wo wir uns, was? Ja, entswitchen. Entswitchen. Genau, das ist das, was wir im ersten Thema schon hatten, bezüglich Elektrosmog oder bei Kindern, wenn man süchtig ist nach Elektrosmog. Einfach eine Übung zu machen und dann erst zum Beispiel in die Schule zu gehen. Wir stellen einfach fest, die Aufmerksamkeit der Kinder in der Schule ist viel, viel besser. Man kann auch viel, viel besser lernen, wenn man diese Übungen macht. Und es wäre schön, wenn wir es mal heute vorzeigen dürften. Dann zeigen wir es mal. Du machst bitte, vor, wir machen nach. Über Kreuz, wegen der Pyramidenbeinkreuzung, die wir hier haben. Das heißt, wir überkreuzen die Arme. Ja. Daumen unter die Augenbrauen, vier Finger über die Augenbrauen und dann die Augenbrauen durchmassieren.
So, als ob die Augenbrauen eine Knetmasse wären. Wir kneten sie durch. Also ist ein neues Gefühl. Ich habe noch nie meine Augenbrauen geknetet. Ja, es ist aber eine Akupressur, mit der man eine Vielzahl von Akupunkturpunkten positiv beeinflusst. Okay. Die zweite Übung ist die Ohrenmassage. Daumen wieder davor, vier Finger dahinter und dann die Ohren in ganzer Länge von oben bis unten durchmassieren. Wie lange ist das empfohlen? Wie lange sollte man das? Jede dieser Übungen sollte ungefähr 20 Sekunden dauern. Das heißt, die drei Übungen zusammen nur eine Minute, mehr nicht. Das heißt, das können wir uns alle eigentlich zeitlich leisten. Die dritte Übung, wir nehmen die kleinen Finger. Also jetzt nicht mehr überkreuzen, können wir so machen? Genau, oberhalb der Lippen, unterhalb der Lippen und bewegen die Finger hin und her. Damit stellen wir eine Beziehung her zwischen dem Gouverneursgefäß und dem Konzeptionsgefäß und damit kann die Qi-Energie wieder frei um den Körper herum sich bewegen. Und wenn wir diese drei Übungen machen, fühlen wir uns hinterher sofort frisch, frei, klar im Kopf. Und wenn wir dann unsere Messmethoden anwenden, stellen wir phänomenale Verbesserungen fest. Ist ja auch ganz, ganz unglaublich. Also heute erfahren wir so viel wirklich revolutionäre Dinge. Ich meine nicht, dass wir das Thema Elektrosmog nicht kennen und Radioaktivität, aber wie ich dazu umgehen kann. Für mich ist es ja immer wichtig, dass unsere Zuschauer Lösungen mitnehmen. Was kann ich tun, dass wir ein Problem darstellen? Das hilft ja keinem groß weiter. Die Lösungen sind der wichtige Punkt. Wir schauen auf die Uhr, die Zeit rennt davon. Zu dem Thema möchte ich noch sagen, erstmal Entschuldigung an die Zuschauer, dass das mit dem Ton nicht geklappt hat. Ich war heute leider schusselig, aber wir werden den Film auch noch auf YouTube, auf unserer Webseite separat einstellen. Sie können ihn sich dann gern nochmal über das Internet anschauen. Und wie der Alexander schon gesagt hat, bei Vostag natürlich auf der Website steht er auch zur Verfügung. Unser weiteres Thema wird sein, dass ich auch mit dem Dr. Manfred Döb noch eine weitere Sendung geplant habe am 2. August, wo wir nochmal speziell auf das Thema der Mathe eingehen, wo wir nochmal speziell diese Schwingungsthematiken mehr aus seinem Erfahrungsbereich definieren, dass die Menschen darüber noch mehr Informationen bekommen und wir stellen dann mal das Zentrum vor, wo man hinkommen kann und das selbst alles ausprobieren. Das finde ich übrigens eine ganz tolle Lösung. Aber wir kommen noch zurück zu einem die ganze Erde betreffenden Thema, das war für mich auch ganz interessant, weil ich wusste gar nicht, dass es so einfach geht, dass man das tun kann. Wenn wir die totale Kamera nehmen, dann sehen vielleicht die Zuschauer, dass da über uns, über unserem Kopf so ein Teil baumelt. Das hat der Alexander und der Manfred heute Mittag schon installiert, weil es muss auspendeln und muss ganz ruhig hängen. Jetzt frage ich euch einfach mal, was hängt da und wozu ist das gut? Ja, wir wollen heute live in der Kamera zeigen, wie sich das Erdmagnetfeld von der Stärke her sich verändert hat. In den letzten Monaten hat sich das ganz dramatisch verändert und wir stellen heute da fest, man kann es jetzt noch nicht lesen, oder? Kannst du noch ein bisschen dichter ranfahren mit der Kamera? Schau mal, ob du noch ein bisschen dichter dran kommst und dann die Regie noch mal einblenden kann. Also dann stehe ich da schnell auf und lies da schnell ab. Also wir hatten heute den Tiefstwert von noch knapp 4% Energie des Erdmagnetfelds. Jetzt im Moment schwankt zwischen 18 und 22% der Energie, die dazumals vom Herr Gauss 1780 mal definiert wurde. Und daher hat sich das Energiefeld, das Erdmagnetfeld, laufend reduziert. Und das ist eine Tatsache, die man heute einfach nirgends liest. Man hört nichts darüber. Und es ist auch das Ergebnis von vielen, vielen Veränderungen, die wir heute auf der Erde wahrnehmen. Also wenn ich jetzt mal sage Prozent, das heißt im Normalfall, gehen wir jetzt einfach 20 Jahre zurück, ist das hat das Magnetfeld 100% oder was weiß ich, zwischen 90, ich will immer ein bisschen schwanken, gehe ich mal davon aus, aber 90-100% hatte es immer. Jetzt reduziert sich das und wenn ich eben höre, sogar bis auf 3 oder 4%, das ist ja noch ein Bruchteil seiner Stärke. In der Presse, in den Medien hören wir ja immer von dem Thema Sonnenwinde, Sonneneruptionen, elektromagnetische Impulse, die unsere Erde treffen. Wenn jetzt unser Magnetfeld auf 3-4% ist und uns würde theoretisch so eine Sonneneruption treffen, welche Reaktionen hätte das?
Ja, also der Polsprung steht dann wirklich unmittelbar vor der Türe. Und wir hätten eine Vielzahl von Energien hier auf der Erde, die viele technische Geräte wahrscheinlich sofort lahmlegen würden. Aber wir haben ja noch einen Einspieler, es wäre vielleicht ganz gut an dieser Stelle mal zu zeigen, für was das Erdmagnetfeld eigentlich ist. Weil das Magnetfeld ist nicht das, was uns am Boden hält, oder? Das heißt Gravitationslauf. Genau. Du müsstest erst umschalten auf den PC, bitte, weil die Kamera noch eingeschaltet ist. Du hast, wenn du jetzt umschaltest, Regie, habt ihr... Jetzt kommt's. Ah, wir haben es drin, Ohne diesen Schutzschild der Erde wären wir in Gefahr. Es beschützt uns vor Strahlung aus dem All. Wie uns diese Kabinen hier vor Stürmen auf der Erde schützen, schützt uns das Erdmagnetfeld vor Sonnenstürmen und Weltraumstrahlung. Das Wetter im All ist scheußlich. Durch explodierende Sterne oder sich auflösende schwarze Löcher entstehen verheerende radioaktive Stürme. Eine weitere Gefahrenquelle liegt ganz nah. Die Sonne ist ein thermonuklearer Ofen, der bei seinen Eruptionen riesige Mengen gefährlicher Materie auf uns zuschleudert. Manchmal kommt eine Masse auf uns zu, die dem Mount Everest gleicht. Die Sonne gibt regelmäßig Milliarden Tonnen elektrisch geladener Teilchen ab, den Sonnenwind. Oft liegt die Erde auf seiner Bahn. Doch der Magnetismus leitet die geladenen Teilchen um. Der Sonnenwind kann das Erdmagnetfeld nicht durchdringen und umkreist die Erde, ohne sie zu bedrohen. Das einzige Anzeichen für dieses Schauspiel weit über unseren Köpfen ist das Polarlicht. Das Nord- oder Südlicht entsteht, wenn Sonnenteilchen vom Magnetfeld abgelenkt und durch die Erdatmosphäre zu den Polen gezogen werden. Die Erde zeigt uns das, das Magnetfeld zeigt uns das. Wir spüren das alle, irgendwas ist im Aufbruch. Und wir können das jetzt nicht mehr einfach nur ignorieren, sondern das muss man annehmen und heute auch für sich selber die richtigen Schritte wählen. Das heißt, man ist da weit weg von Esoterik und irgendwelchen Fantastereien. Das sind wirklich Fakten, die Sie da rausgearbeitet haben, die man tagtäglich auch messen kann. Wie gesagt, es war für mich jetzt faszinierend, dass man live dieses Erdmagnetfeld und die Stärke messen kann. Als Bürger, ich als ganz normaler, was kann ich denn tun, auf die Zukunft gesehen, wenn ich sage, wenn uns sowas trifft und unser Erdmagnetfeld ist unten, gibt es ja eine irre Veränderung. Was habe ich für Chancen, ganz normal als Bewohner einer Mietwohnung oder als Hausbesitzer, was kann ich denn tun? Naja, ich kann zur Not mich in einem Keller aufhalten, im Notfall. Aber viel wichtiger ist, dass ich einen gleichmäßigen Stimmungszustand meines Nervensystems herstelle. Diejenigen, die zur Nervosität neigen, werden noch übernervös werden und werden überhaupt keine Mitte mehr haben. Sie werden sich nicht mehr kennen. Die Leute werden sagen, du spinnst ja, bist du denn verrückt? Das heißt, die Harmonie geht vollkommen weg. Wir fühlen uns getrieben, wir fühlen uns unter Druck, wir fühlen uns unter Stress und wir können damit gar nicht mehr umgehen. Ich muss leider hier unterbrechen. Unsere Sendezeit rast dem Ende zu. Vielleicht ganz, noch ganz kurz ein kleiner Hinweis. Ich finde es wahnsinnig wichtig, wenn sich die Leute mit spirituellen Gesetzen mal auseinandersetzen. Mit den Naturgesetzen, mit Kursen, mit Seminaren, egal wo. Dass die Leute einfach ein bisschen mehr Know-how kriegen, um sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Ein guter Ansatz, den wir am 2. auf jeden Fall fortsetzen. Liebe Zuschauer, mir bleibt nicht mehr viel zu sagen. Ich bedanke mich bei meinen Gästen. Ich bedanke mich, dass Sie heute da waren. Wir sehen uns wieder morgen Abend, 20 Uhr. Bis dahin. TimeToDo.ch ist Ihnen präsentiert worden von Bali Berseri.